Carsten, gut, Hammersberg ist sehr stark auf Riesling fokussiert. Warum dann auch Weißburgunder dazu? Weißburgunder ist für uns die Alternative zum Riesling in der Basis und wir versuchen immer unsere Finesse und Eleganz, was die mittlere Nahe einfach so mitbringt, in den Wein auszudrücken. Und der Weißburgunder wäre das Beispiel, was außer Riesling sonst noch machbar ist mit Finesse und Eleganz. Also ganz anders wie die Weißburgunder aus dem Süden, aus der Pfalz oder noch mehr Baden. Für uns hier in dem kühleren Klima, was wir natürlich an der mittleren Nahe haben, ist Weißburgunder weniger das ganz kraftvolle, sehr opulente, was man vielleicht von anderen Regionen her kennt, sondern ist immer fein, elegant, manchmal so ein bisschen auch ein Vorwurf gewesen, Riesling-ähnlich. Ich sehe es eigentlich immer positiv, weil Riesling immer einen super, super Trinkfluss hat und unser Weißburgunder soll auch in diese Richtung gehen, allerdings mit einer ganz anderen Balance als der Just Riesling zum Vergleich und von daher passt das eigentlich als Ergänzung sehr gut. Die Säure ist auch ein Tick milder als beim Riesling. Genau. Ja, jedes Jahr ist das so. Das ist jedes Jahr so. Das ist Rebsorteneigenschaft, dass es einfach von den nominellen Säurewerten ein Tick niedriger ist. Wir achten schon darauf, dass die Frische immer noch da ist, weil das für uns im Wein einfach sehr, sehr wichtig ist.